Und dann ging es weiter mit dem nächsten Gegner, Heilbronner EC. Wer erinnert sich nicht an die Playoffs, diese tollen Spiele in Heilbronn und in Essen mit dem frühen Ausscheiden der Moskitos. Die Moskitos im weißen Trikot, hier mit Andreas Pokorny mit der ersten Chance. Beiseite. Berit Scherban, großes Getümmel vor dem Tor. Pokorny. Und Glück für die Heilbronner. Neuaufbau der Moskitos. Ja, nach 7 Minuten ein kleiner Ausfall. Wir hatten ein paar Bilder von der Gegenseite. Und sehen das Tor zum 1-0 durch Alexander Wunsch. So, jetzt sind wir wieder richtig drauf. 9 Minuten gespielt, 1-0 für die Moskitos. Und die nächste Möglichkeit zur Lichte. Dann ein Traumpass. Schön gemacht und Achtung! Da ist das nicht toll. André Fuchs. Der Pass war schon genial aus dem eigenen Drittel heraus. Aber was André Fuchs danach gemacht hat. Klasse, wie ein Schuss antäuscht erst. Wird dann nochmal den Pass antäuscht zum Mitspieler. Und als der Torwart sich überhaupt nicht mehr bewegen konnte, schlänzte ihn ins Netz. Luchnowski, toll vorbei. Super gespielt, Pokorny. Wieder Luchnowski. Mann, oh Mann, oh Mann. Mächtig viel los, Heilbronner Tor. Fehler von Pokorny und Konto. Glück gehabt. Da wäre auch gerade top machtlos gewesen. Zu 0 nach dem ersten Drittel für die Moskitos und im zweiten Drittel erste Szene mit den Heilbronnern. Erste Möglichkeit, Anschlusstreffer zu erzielen. Ja, und das ist Radek Top wieder. 2-3 Mal kann er parieren, auch nicht festhalten und dann. Wie ein Fußballtorwart schmeißt er sich dem Puck entgegen und auch hier wieder. Er lässt Kari Rosenberg vergessen. Heute fragt keiner mehr nach dem Finnen. Traumpass, Fuchs, auf Fuchs, Scherban, und nein, das Tor ganz leer, Darius Scherwig hatte die Chance zum 3-0, der musste sitzen. Ein tolles Spiel, hin und her ging es. Chancen, hüben und rüben. Und die Torhüter, die Hauptdarsteller
in dieser Phase. Corny reibt die Scheibe in das Drittel Heilbronner, wieder ein Fehlpass. Dreiseite, ja, und kurz vorm Ende des Drittels Jay Juknowski das 3:0. Zweite Drittel von beiden Mannschaften. So, und jetzt sind wir wieder im letzten Drittel. 43 Minuten gespielt, 3:0 verdient für die Moskitos. Aber der Ehrentreffer lag in der Luft und er fiel dann auch schon prompt. Dieser war nicht unverdient. An die nächste Möglichkeit. Ups, da hätte es aber noch mal eng werden können. Was wäre, wenn den Heilbronnern der zweite Treffer gelungen wäre? Scherban. Und ein mächtiger Schuss von der blauen Linie. Kein Verteidiger, sondern Christian Kohmann, der Schütze. Und der alte Abstand wiederhergestellt. Der 3-Tore-Abstand 4:1. Abgefälscht und unhaltbar für den Heilbronner Torhüter. Für André Fuchs hier bei dem Versuch, ein Bauerntor zu erzielen. Legro, der Torjäger mit Ladehemmungen. Ja, das Spiel zu Ende. 4:1 in einem Klassenspiel und Spitzenreiter Moskitos Essen in der ersten Bundesliga. Und ich glaube, das haben wir getan. Eigentlich, wenn die Stadt erlaubt und das weitergemacht hätten und die Lichter noch brennen wird, wir hätten vielleicht bis Dienstag gespielt und kein anderes Tor geschossen. Ich glaube, ich kann es schon erfahren, ich habe die Ehre gehabt, einen sehr guten Torhüter, Klaus Mehr, 3 Jahre in Berlin gehabt. Und es ist nicht negativ gegen Klaus, er hat viel Punkte für uns geholt, aber was Fischer heute geboten ist, ist halt tot. Tot. Naja, das stimmt. Mein Gott. Das ist noch schlimmer. Selten habe ich eine Leistung von einem Torhüter gesehen wie heute Abend. So wahnsinnig. Aber vom Tempo, ich glaube, von Einsätzen bei der Mannschaft, das hat alles gestimmt. Und gut, wir haben die Kürze gezogen, aber es war trotzdem eine Freude auf dem Bande und als Trainer. Das Spiel, man muss nur sagen, Hut ab,
von beiden Mannschaften und nächstes Mal versuchen wir es besser zu machen. Vielen Dank.